Morgen schreibe ich mein nächstes Buch. Ich schreibe es am besten an einem ganzen Tag und es wird der größte, krasseste Bestseller auf der ganzen Welt. Das ist so mein Wunsch. Soweit, so gut. Dann kommt morgen und dann denke ich so, nee. Also das würde ja bedeuten, ich soll jetzt den ganzen Tag schreiben. Ich habe ja aber eigentlich das und das und das und das noch zu tun. Nee, ich verschiebe das auf den nächsten Tag. Und so geht es dann natürlich immer weiter und weiter, weil ich habe immer irgendwelche wichtigen Sachen zu tun, die dafür sorgen, dass ich eben nicht den ganzen Tag an meinem Bestseller schreiben kann. So. Also ich mache es mir einfach zu groß. Also ich will einfach sofort, ich nehme mir vor, ich schreibe den kompletten ganzen Tag. Ich nehme mir vor, dass es gleich sofort der absolute Bestseller werden darf. Ja, das führt dazu, dass ich einfach nicht anfange. Weil wenn es ein Bestseller werden soll in einer Nacht, dann darf dieses Buch verdammt gut werden. Und das halt schon beim ersten Entwurf. Und das ist halt einfach völlig unmöglich für mich. Und deswegen, also wie gesagt, Druck ist für mich so das Erste, was bei mir dazu führt, dass ich gar nicht erst anfange. Also ich setze mich einfach nicht hin. Ich weiß ganz genau, wenn ich mich hinsetzen würde, dann kommt immer irgendwas. Ich kann immer schreiben. Nur, naja, nicht mit dem Druck. Also was tue ich? Was tue ich? Ich nehme den Druck raus. Ich erlaube mir, dass der erste Entwurf von allem scheiße sein darf, weil Ernest Hemingway hat das schon gesagt und der hat es doch wohl drauf. Also dann darf ich das doch wohl auch. Und dann denke ich mir wieder, ja, okay, ich meine, dafür habe ich eine Lektorin, dafür habe ich Testleser, dafür habe ich auch nochmal eine Korrektorin, die Lektorin ist. Also Bestseller draus machen, tue nicht nur ich allein, sondern da habe ich meine Helfer und denen darf ich vertrauen. Und jetzt gilt es für mich erstmal, den ersten Entwurf zu schreiben. Und alles andere kann in den Überarbeitungen und von den anderen kommen, also das alles andere später. Und indem ich mir erlaube, einfach schlecht zu sein, nehme ich halt schon total den Druck raus. Und dann fällt es mir auch wieder leichter, einfach nur irgendwas zu schreiben, was ich gerade denke, fühle, plane, vorhabe. Und indem ich mir dann vornehme, nicht den ganzen Tag lang zu schreiben, sondern eben eine Stunde zu schreiben oder von mir aus eine halbe Stunde. Das ist ja bei Person zu Person ist das ja unterschiedlich, was denen den Druck rausnehmen würde. Bei mir ist es so, wenn ich mir vornehme, eine Stunde am Tag mich mit meinem Schreibprojekt zu befassen, dann hilft mir das, weil ich denke, eine Stunde kriege ich hin. Das darf ich schaffen. Und dann ja, nehme ich mir das quasi einfach wieder vor, dass ich mich einfach nur damit befasse. Es geht am Anfang nicht mal ums Schreiben, sondern nur, dass ich mich damit befasse. Und somit nehme ich den Druck raus und das führt bei mir dazu, dass ich dann wieder schreiben kann. Oder besser gesagt, dass ich überhaupt anfange zu schreiben, weil wie gesagt, das ist ja bei mir die große Herausforderung dann. So, das heißt, wir haben jetzt Nummer eins, Druck. Dann lese ich mal auf meinem schlauen Zettel. Genau, es ist die Langeweile. Das weiß ich nicht, ob das gleich von Anfang an aufkommt. Wenn man mehrere Bücher geschrieben hat, dann kann man manchmal gelangweilt von einem selbst sein. Also ich mag meinen Schreibstil. Ich habe ja zwei verschiedene. Ich habe ja einmal den Thriller-Schreibstil und einmal den für meine, ich nenne es mal Motivationsromane. Und da schreibe ich schon unterschiedlich. Nur trotzdem ist es so, dass ich zum einen das brauche, also diese zwei verschiedenen Genres, weil es würde mich total anöden und einengen, immer nur Thriller zu schreiben. Ich brauche das, dass ich diese Abwechslung habe. Heute heiter und also Ende des Jahres, und wenn es dunkel ist, dann bin ich meistens eher so düster unterwegs und dann lasse ich so meine ganzen Ängste mal raus. Und so in den Sommermonaten, da lasse ich so die fröhliche Persönlichkeitsentwicklungs-Handy raus mit Humor und Sarkasmus und so. Und ich brauche das. Und dann ist es trotzdem so, dass auch da mal Langeweile passieren kann. Und dann hilft es mir, einfach mal wieder andere Bücher zu lesen und festzustellen, was gibt es denn noch für Arten und Weisen, wie man ein Buch erzählen kann oder eine Geschichte. Und da bringe ich auch wieder ein persönliches Beispiel mit.
Und zwar ist Joy Fielding meine absolute Lieblingsautorin, also wegen der wollte ich auch schreiben. Die ist der Oberhammer. Und ich habe ein Buch von der gelesen, da hat die die Geschichte so krass erzählt. Also sie hat sie quasi erzählt. Also sie wusste eigentlich schon, wie das Ende wird und hat die uns so, ja, so erzählt, als würde sie eine Geschichte erzählen. So. Und ich dachte mir, dass es mega schwierig sein wird, weil da dann die richtigen Zeitformen zu finden, da bin ich total der Hoshi drin, habe ich keine Ahnung von. Und trotzdem hat mich das irgendwie motiviert, weil ich es mal austesten wollte. Ich war zum Glück so klug und habe das als Kurzgeschichte ausgetestet und nicht als Buch, was gut war, weil in der Überarbeitung, das war einfach, es war einfach so viel Arbeit mit diesen Zeitformen. Nur es hat Spaß gemacht und es hat mich wieder weitergebracht. Also im Endeffekt hatte ich eine Kurzgeschichte, die ich auch verwenden konnte, die mir auch super gefallen hat. Und ich habe einfach mal wieder ein bisschen anderes Handwerk gelernt, einfach mal ein bisschen in was anderes reingeschnuppert. Und gleichzeitig war ich danach dann auch so erleichtert, dann wieder so zu schreiben, wie ich es sonst tue, weil ich auch dann einfach wieder gesehen habe, wie viel einfacher es mir fällt, dann auch wieder das in dieses Gewohnte zu kommen. Genau, das heißt also, Nummer 2 ist Langeweile und da hilft einfach mal zu versuchen, entweder ein anderes Genre zu schreiben. Es braucht ja nicht gleich ein ganzes Buch sein. Es kann ja einfach nur eine Kurzgeschichte sein, die du vielleicht für deine Mom zu Weihnachten schreibst oder auch einfach nur für dich oder vielleicht willst du ja doch irgendwann auch mal an einem anderen Pseudonym schreiben. Oder du bleibst in deinem Genre und testest einfach eine andere Art zu schreiben. Ich meine, wenn du immer aus der Ich-Perspektive schreibst, vielleicht versuchst du es mal aus der dritten Person-Perspektive zum Beispiel. Oder du versuchst es so, wie die Leute früher geschrieben haben, dass sie die allwissenden Erzähler sind. Das kann ja auch mal super spannend sein und man lernt dann auch nochmal wieder dazu und die Vor- und Nachteile seiner eigenen Methode kennen. Genau. Also das war die Nummer 2, die ich so bei mir entlarvt habe. Dann, was ich glaube ich auch noch am wichtigsten finde an allem, ist bei der Motivation, wenn die flöten geht. Was mir hilft, ist die Frage nach dem Warum. Also warum schreibe ich? Warum schreibe ich dieses Buch? Und warum schreibe ich generell? Weil wenn ich mich daran zurückerinnere, was mir das Schreiben bringt, wenn ich nämlich weg von dem Druck bin, also wenn ich wieder sage, ich schreibe dieses Buch für mich, das hilft mir unfassbar, weil bei mir ist es so, das Schreiben ist für mich total heilsam. Also es macht mir unfassbar viel Spaß. Schreiben, finde ich, ist wie Lesen. Also eigentlich ist es für mich das Gleiche. Und auch die Hände so auf die Tasten zu hauen und zu gucken, was da passiert. Das ist so ein magischer Prozess, der mich auch einfach so von Herzen glücklich macht. Und das ist halt, wenn ich mich daran zurückerinnere, dieses, wie es mir geht, wenn ich geschrieben habe, wie es mir geht, wenn ich schreibe, wie ich einfach komplett in so einer anderen Welt bin. Oder auch wenn ich ja einfach nochmal daran denke, was ich bewirke bei anderen mit meinen Endresultaten von den Büchern. Also egal, ob sie jetzt einen spannenden Thriller fanden oder ob sie es toll fanden, dass ich in meinem Thriller mal die und die Perspektive beleuchtet habe oder das und das Thema oder halt die ganzen Ratgeberromane, die ich hier habe, wo die Leute sagen, dass sie endlich ihren Mann rausgeschmissen haben oder ihr Sofa. Ne, das ist so, das sind so die Gründe, warum ich schreibe und warum ich es liebe. Und wenn ich das für mich groß mache, dann kommt dieses Gefühl, dieses glückliche Gefühl wieder hoch und dann erinnere ich mich und dann, ja, dann kommt es manchmal wie von ganz allein, dass ich einfach plötzlich wieder loslegen will. Also und mein Tipp dabei ist dann halt einfach, erinnere dich daran, warum du schreibst, warum du dieses Buch schreibst und dann versuch dieses Gefühl richtig, richtig, richtig groß zu machen. So, jetzt habe ich mir noch etwas aufgeschrieben, weil mir noch was dazu eingefallen ist und dann wäre ich nämlich gleich beim nächsten Punkt, nämlich ist es der Punkt Visualisierung. Das ist eine Methode, die unter anderem auch aus dem NLP kommt.
und mit der man sich selbst motivieren kann, Dinge zu tun. Das bedeutet, wenn du morgens im Bett liegst und eigentlich vorhast zu schreiben und auch schon wenn du abends im Bett liegst, stell dir vor, wie du aufstehst, dir deinen Kaffee machst, wenn das deine Routine ist, und dich sofort an ein Schreibprojekt setzt und wie du dich dabei fühlst. Also guck dir richtig so im Gedanken an, wie du diesen Prozess machst. Vielleicht noch Zähne putzen, Kaffee, also schmeck den Kaffee auf deinen Zähnen oder die Zahnpasta. Seh dich dann durchlaufen, höre, ob du das Radio anmachst. Also geh mal alle Sinne durch. Und versuch dieses Bild richtig, richtig groß zu machen, wie du dann am Schreibtisch oder wo auch immer sitzt, schreibst und wie du dich dabei fühlst. Also das ist so eine Methode aus dem NLP, die man für auch ja, für Motivation beim Sport oder so verwenden kann. Und versuch dieses Bild einfach ganz, ganz groß und hell zu machen und einfach zu fühlen. Weil das Allerwichtigste ist, dass wir das Gefühl, dieses glückliche Gefühl so groß wie möglich machen. Dann habe ich noch einen weiteren Grund entlarvt bei mir und auch bei meinen ganzen Kunden, nämlich dieses, wie ich mich für mein Buch motivieren kann, beziehungsweise warum ich sie manchmal einfach nicht finden kann, die Motivation. Und zwar ist es in meinen Augen die falsche Herangehensweise. Und damit meine ich nicht die falsche Herangehensweise für, man soll das und das tun und das funktioniert dann für alle, sondern nee. Wir funktionieren als Autoren alle komplett unterschiedlich. Also der eine plottet und der andere, der schreibt intuitiv und der eine braucht dies und der andere braucht das, der nächste braucht Kaffee, der nächste ein Glas Wein, keine Ahnung. Und was mir halt aufgefallen ist, dass nicht nur ich im Laufe der Zeit was anderes oft braucht, also es gibt so ein paar gleiche Punkte, nur jedes Buch von mir will sogar was anderes. Also es gibt ein Buch, das war sehr, sehr, sehr persönlich und da ging es auch um eine nicht so gute Zeit in meinem Leben. Ich konnte dieses Buch nur im Bett schreiben. Also als noch mein Laptop nicht ging und ich an den Rechner, am Rechner gearbeitet habe, dann deswegen, da konnte ich zwar dann schreiben, nur es war viel, viel schwerer und viel, viel schleppender. Bis ich dann am nächsten Tag das Problem repariert hatte und dann einfach wieder weiter im Bett schreiben konnte. Und jetzt aktuell bringe ich ja die Reise deines Lebens raus und Überraschung, dieses Buch konnte ich am Anfang, gerade in dem Teil, der in einer Bahn passiert, konnte ich nur in der Bahn schreiben. Was nicht heißt, es ging gar nicht, wenn ich woanders geschrieben habe. Es ging einfach nur sehr viel zähflüssiger, sehr viel schlechter. Und deswegen ist so meine Empfehlung, finde heraus, wie du funktionierst und wie dein Buch funktioniert, weil das kann sich ändern und das kann auch anders sein, als es in jedem Ratgeber beschrieben wird. Mir ist zum Beispiel aufgefallen, ganz viele von meinen Kunden kamen zu mir an und haben gesagt, also ich habe das, also die kamen an und meinten, oh Mann, ja, und ich muss plotten und hier und da und jenes, wo ich so gesagt habe, teste doch einfach mal aus, intuitiv zu schreiben, weil vielleicht ist dieses Plotten eben nicht dein Ding oder eben nicht mehr oder eben einfach nur für dieses Buch nicht. Und ja, deswegen kann ich einfach nur sagen, finde heraus, was dein Buch von dir will, wo funktioniert es, welcher Raum, welches Gerät vielleicht auch. Also manchmal schreibe ich in Word, manchmal auf Papyrus. Manche Bücher wollen erst per Hand geschrieben werden, ganz verrückt. Manche Bücher schreiben sich chronologisch und manche puzzelt man so zusammen, so szenenhaft. Also, und alles, was sich richtig anfühlt, das darf sein. Weil ich glaube, dass wir halt ganz oft irgendwelche Ratgeber und Expertentipps im Kopf haben und dann so denken, wir machen das nicht richtig. Und ich würde sagen, alles, was funktioniert, ist richtig. Und da dürfen wir uns, glaube ich, einfach ein bisschen mehr erlauben. Und auch ein bisschen auf das hören, was, ja, so oder ein bisschen fühlen, was unser Buch von uns will. Also ist es Musik, ist es Abend, ist es morgens, ist es in einem Café. Genau, also wir haben jetzt, warum man eben die Motivation vielleicht nicht findet, Druck, Langeweile. Dann habe ich das, warum schreibst du? Dann haben wir die falsche Herangehensweise. Dann gab es noch diesen Visualisierungstipp. So, und dann
sind wir jetzt gerade ja beim intuitiv Schreiben und beim Plotten gewesen. Und ich kann nur sagen, ich kann nur sagen, dass ich ganz glücklich bin mit dem intuitiven Schreiben, weil für mich ist es deswegen nie langweilig. Also das Projekt an sich ist einfach mega spannend zu schreiben, weil ich nicht weiß, wie es weitergeht. Ich habe bei Thrillern schon oft ein Ende oder einen Mörder. Ich hatte auch schon ein Buch, da war der Mörder erst für mich selber zum Schluss bekannt, weil ich halt so dachte, wenn ich das nicht weiß, wer jetzt hier derjenige ist, dann ist es auch für den Leser am Ende schwerer. Das heißt, wir fiebern dann alle gleich mit, ne? Also, weil ich glaube, diese Gefühle, die wir ins Manuskript reingeben, die übertragen sich. Und für mich ist es halt so, dass ich dann morgens schon im Bett liege oder auch abends noch und mir denke, ich will endlich wissen, wie es weitergeht. Was kommt denn da jetzt noch, verdammt? Weil es ist halt, als würde ich ein Buch lesen. Nur, dass ich mich halt hinsetze und die Tastatur sich bewegt, also meine Finger sich über die Tastatur bewegen. Und das finde ich halt, ja, also so, das macht halt einfach Spaß, ne? Also deswegen kann ich nur empfehlen, es einfach vielleicht mal zu versuchen, wie es ist, wenn man ein Planer ist, was auch wirklich völlig okay ist. Das ist, glaube ich, einfach eine Typenfrage und wie gesagt auch eine Buchfrage. Nur, dass man es vielleicht einfach mal versucht, wenn man eben die so Langeweile beim Schreiben verspürt, dieses Eingeengtsein, falls du das auch kennst, weil alles schon genau vorherbestimmt ist. Dann ja, versuch es vielleicht einfach mal mit dem intuitiven Schreiben, weil man kann auch bestimmte Eckpunkte festlegen. Und erstens ist es nicht schlimm, wenn die da nicht eintreffen. Und zweitens kann man ja trotzdem dann sehr intuitiv das dazwischen schreiben. Genau. Und der dritte Tipp, den ich, der dritte, der, was weiß ich, siebte Tipp, ist der Blick von außen.